Ja, vielen Dank, Frau Schuster, für die einleitenden Worte. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Patientinnen und Patienten, ich freue mich für Ihr oder über Ihr Interesse an diesem Thema, das den ersten Schritt im Prinzip beleuchtet in der Therapie von Patienten mit lokal fortgeschrittenen Weichgewebssarkomen. Ich möchte zunächst einmal darstellen, wie die europäische Leitlinie das Vorgehen bei lokalisierten Weichgewebssarkomen vorsieht. Hier ist es so, dass wir bei den Weichgewebssarkomen unterscheiden die Graduierung. Das heißt, es gibt Sarkome mit einem niedrigen Metastasierungsrisiko. Das sind Weichgewebssarkome mit einer Grad 1 Graduierung. Und dann gibt es Weichgewebssarkome mit einem hohen oder sehr hohen Metastasierungsrisiko. Und das sind sogenannte Grad 2 oder Grad 3 Sarkome in einem dreistufigen Graduierungssystem. Und gerade wenn die Erstdiagnose gestellt wurde für ein Weichgewebssarkom, dann muss an dieser Stelle im Grunde genommen müssen die Entscheidungen getroffen werden, wie die Therapie erfolgen kann. Und in allermeisten Fällen ist dies schon eine multimodale Therapie. Das heißt, hier ist nicht nur der Chirurg alleine gefordert, die Entscheidung zu treffen, wie das Sarkom reseziert werden kann, sondern hier kommen gegebenenfalls weitere Therapieelemente hinzu. Bei Patienten mit Grad 1 Weichgewebssarkomen und vielleicht nochmal auch vorangestellt, um überhaupt diese Graduierung zu kennen, muss also zuvor eine Biopsie erfolgt sein, sodass man diese Graduierung kennt. Bei Patienten mit diesen Grad 1 Weichgewebssarkomen ist ausschließlich die Lokaltherapie von Bedeutung. Lokaltherapie bedeutet Tumorresektion und hier ist die vollständige Resektion gefordert. Also es muss eine sogenannte R0-Resektion erfolgen. Und das bedeutet in der Definition, dass wenn der Pathologe anschließend das Tumorresektat beurteilt, dass der Tumorrand nicht an das Präparatende gelangt, sondern dass möglichst noch einige Zelllagen und wenn es geht sogar mehr als nur wenige Zelllagen noch Sicherheitsabstand sind, um sicherzustellen, dass der Tumor vollständig entfernt worden ist. Wenn diese vollständige Resektion nicht möglich ist, dann hat die Strahlentherapie hier einen Stellenwert und wird zusätzlich eingesetzt. Genauso ist es, wenn solche Tumoren lokal wiederkommen mit einer Grad 1 Histologie. Auch dann ist die Strahlentherapie hier von Bedeutung. Ich möchte heute vor allem eingehen auf die sogenannten Hochrisiko-Weichgewebssarkome, also die Sarkome, die ein Metastasierungsrisiko haben, also Grad 2 und Grad 3. Und das sind Sarkome, die eine gewisse Größe haben, in der Regel größer als 5 cm und in der Tiefe gelegen sind. Hier ist es so, dass zum Zeitpunkt der Erstdiagnose bereits eine Mikrometastasierung vorliegen kann, also eine Form der Metastasierung, die wir in der Bildgebung noch nicht wirklich sehen können, weil nur wenige Tumorzellen verstreut sind, in der Regel bei den Sarkomen ja über das Blut und damit dann eben das Risiko besteht für pulmonale, also Lungenmetastasen. Und diese Metastasen, die sehen wir bei diesen Patienten häufig erst dann in der Zeit nach der Primärtherapie. Das heißt, dann zeigt sich, ob eine Metastasierung auftritt oder nicht. Und wir sprechen hier dann von einer Metachronen-Metastasierung, wenn sie denn auftritt. Es gibt auch den Fall, dass Patienten schon initial Metastasen haben bei Erstdiagnose. Das ist der seltenere Fall. Und wir sehen gerade in den Tumorboard-Konferenzen immer wieder Patienten, wo zum Zeitpunkt der Erstdiagnose im Rahmen der Bildgebung, also der Ganzkörper-Bildgebung, die dann in der Regel CT-Thorax, Abdomen umfasst, wir dann in der Lunge manchmal Herdbefunde sehen, die wir nicht genau zuordnen können. Und dann erst im weiteren Verlauf auch erkennen, ob hier eine Metastasierung vorliegt oder nicht. Nun, diese Patienten geht es jetzt mit Grad 2 oder Grad 3 Sarkomen größer 5 cm und tief gelegen. Hier ist neben der zentral auch hier notwendigen Resektion des Tumors die Strahlentherapie entweder prä- oder postoperativ oder die Chemotherapie eine weitere Therapieoption, die in einigen dieser Fälle aus unserer Sicht sinnvollerweise erfolgen sollte. Nun, wenn wir über Systemtherapie sprechen bei lokalisierten Weichgewebssarkomen,
Dann stellt sich die Frage, wie sieht das denn bei den Sarkomen insgesamt aus? Wo hat denn die Systemtherapie, in dem Fall die Chemotherapie, bereits einen Stellenwert in der Therapie? Und das ist bei den Knochensarkomen so. Also bei den Knochensarkomen, und dann unterscheiden wir hier vor allem die Ewing-Sarkome, das sind sehr aggressive Knochensarkome, und auch die High-Grade-Osteosarkome. Hier gibt es Chemotherapieprotokolle, die in der Regel neoadjuvant, also vor der Resektion, durchgeführt werden. Und hier gibt es auch Studien, die ganz klar zeigen, dass diese Chemotherapie das Überleben dieser Patienten deutlich verbessert. Und deswegen ist es internationaler Standard, bei Knochensarkomen zusätzlich zur Lokaltherapie eine Chemotherapie zu verabreichen. Und zwar in der Regel neoadjuvant, also vor der lokalen Tumorresektion. Ich möchte jetzt im Folgenden auf die Weichgewebssarkome eingehen, wo die Datenlage etwas uneinheitlicher ist, aber wir glauben doch klar erkennen zu können, welche Patienten hier von einer zusätzlichen Systemtherapie profitieren. Und dazu möchte ich etwas ausholen und Ihnen erstmal einen Überblick geben über die Studien zu der Frage, ob eine zusätzliche Chemotherapie einen Nutzen hat für diese Patienten. Und da gibt es eine relativ alte Analyse. Das ist die sogenannte SMAC-Analyse, eine Meta-Analyse von knapp 1950 Patienten aus 18 Studien. Und Entschuldigung, das ging jetzt zu schnell. Die erste Studie waren 1570 Patienten, da waren es nämlich nur 14 randomisierte Studien. Und hier waren es doxorubicin-basierte Chemotherapien, die nach der Tumorresektion durchgeführt worden sind. Und wenn man jetzt all diese Studien zusammenfasst und darüber versucht dann zu errechnen, ob sich ein Vorteil gibt für die Patienten, die zusätzlich Chemotherapie bekommen haben, so ergab sich eine Hazard Ratio von 0,89, die aber aufgrund hier des Konfidenzintervalls nicht signifikant war, also lediglich ein Trend, der aber statistisch nicht signifikant war. Dann gab es eine Nachanalyse von Herrn Päwe, und hier sind noch vier weitere Studien mit hinzugezählt worden, sodass insgesamt 18 Studien hier analysiert werden konnten mit knapp 2000 Patienten. Und hier zeigte sich jetzt, dass für die Patienten, die eine Kombinationschemotherapie erhielten, und das ist die Kombination aus Doxorubicin und Ifosfamid, sich ein signifikanter Überlebensvorteil zeigte für die adjuvante Chemotherapie. Jetzt muss man sagen, das ist nur eine Meta-Analyse, also eine Zusammenfassung mehrerer randomisierter Studien, also von daher in der Interpretation nicht gleichwertig wie eine randomisierte Phase-3-Studie. Dann gibt es eine retrospektive Analyse, die ich an der Stelle erwähnen möchte, von der Arbeitsgruppe von Italiano aus der französischen Sarkomgruppe, die auch wiederum analysiert haben für Patienten mit lokalisiertem Weichgewebssarkom, ob eine adjuvante Chemotherapie einen Überlebensvorteil bringt. Und das ist jetzt eine Analyse aus deren Datenbank. Das heißt, keine randomisierte Studie, sondern hier hat man aus dem Register der französischen Sarkomgruppe die Patienten herausgesucht, die entsprechend die Eingangskriterien für die Analyse erfüllten, und hat hier unterschieden zwischen Patienten mit einer Grad 2 Histologie, also Patienten, deren Sarkom noch nicht die größte Aggressivität entwickelt hatte, wie die Patienten, die ein Grad 3 Sarkom haben. Und was man sieht, das ist hier auf diesen Überlebenskurven zu sehen, das ist das Überleben dieser Patienten über 20 Jahre, dass Patienten, die ein Grad 3 Sarkom entwickelt hatten, insgesamt ein schlechteres Überleben hatten. Das sind hier diese orange und pinken Kurve, grüne Kurve hier, Entschuldigung, diese beiden Kurven. Und die Patienten mit Grad 2 Sarkom, das sind diese beiden Kurven, haben ein insgesamt besseres Überleben. Das ist der Biologie geschuldet. Das heißt, Patienten mit Grad 2 Sarkom haben eine bessere Prognose als Patienten mit Grad 3 Sarkomen. Wenn man jetzt den Effekt der Chemotherapie hier analysiert, dann sieht man, dass die Patienten mit der schlechtesten Prognose, also Grad 3, tatsächlich, und das ist hier die grüne Kurve, das sind die Patienten, die Chemotherapie bekommen haben, hier einen signifikanten Vorteil gezeigt haben für die adjuvante Chemotherapie, wohingegen die Patienten mit Grad 2 Sarkomen wiederum statistisch nicht signifikant einen Vorteil gezeigt haben für die Chemotherapie. Und hier ist zu erwähnen, dass gerade in Frankreich eine sehr einheitliche histopathologische Bewertung stattfindet für die Sarkome, sodass die Datenqualität besonders gut ist und daher
Wir glauben, diese Analyse auch sehr zutreffend ist, dass also die Grad-3-Sarkom-Patienten besonders profitieren von dieser Chemotherapie. Nun gibt es eine randomisierte Phase-3-Studie der EORTC, die von Frau Wohl dann auf dem ASCO publiziert und vorgestellt wurde. Und hier hat man genau die Frage jetzt gestellt in randomisierter Form. Das heißt, man hat Patienten, die ein lokalisiertes Weichgewebssarkom hatten, operiert und bestrahlt. Und dann eine Hälfte der Patienten mit Chemotherapie behandelt, die andere Hälfte nur nachbeobachtet. Die Patienten, die Chemotherapie erhielten, die hatten in diesem Fall Doxorubicin bekommen, also das wichtigste Medikament in der Sarkomtherapie in der Standarddosierung von 75 Milligramm pro Quadratmeter. In der Kombination in diesem Fall mit Ifosfamid, allerdings in einer aus unserer Sicht relativ niedrigen Dosis von 5 Gramm pro Quadratmeter. Was sich in dieser Studie gezeigt hat, war, dass es keinen Vorteil gab in der Gesamtauswertung, also keine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens, keine Verbesserung des Gesamtüberlebens. Aber es gab einen Trend für die Subgruppen der Patienten, die besonders große Tumoren hatten und hier interessanterweise auch die Patienten mit G3-Sarkomen und die Patienten, die eine Extremitätenlokalisation dieser Sarkome hatten. Was auffiel in der Analyse war, dass mehr als die Hälfte der Patienten keine G3-Sarkome hatte und dass manche dieser Patienten in der referenzpathologischen Begutachtung gar keine G2- oder G3-Sarkome hatten, sondern G1 und daher eigentlich gar nicht in diese Studie hätten aufgenommen werden dürfen. Nun ist es heute so, dass wir nicht mehr nach der alten Einteilung die Prognose dieser Patienten abschätzen, wo wir einfach nur Grad 2 oder Grad 3 als High Grade ansehen, wo wir sagen, der Tumor muss größer 5 cm sein oder tief, dann ist es schon ein hohes Risiko, sondern wir sind heute sehr viel präziser in der Bewertung der Erkrankung und in der Prognoseabschätzung. Das heißt, wir nutzen heute sogenannte Nomogramme. Und diese Nomogramme basieren auf Datenbanken, in denen die Patienten eingetragen worden sind mit ihren Primärcharakteristika und dann ihrem Verlauf. Und in diese Datenbanken ist eingeflossen auch das Alter der Patienten und es ist vor allem auch eingeflossen der histologische Subtyp der Sarkome. Und Sie sehen, dass hier dieser histologische Subtyp einen großen Unterschied macht in der Prognose. Wie funktioniert ein solches Nomogramm? Sie sehen hier oben Punkte, die vergeben werden, 0 bis 100. Und je nach Kriterium können dann Punkte generiert werden und über den Summenscore ergibt sich dann die Prognose. Das heißt, man hat hier das Alter, das abzulesen ist, die Tumorgröße, die Graduierung und Sie sehen hier, was die Biologie anbetrifft, das vaskuläre Sarkom, zum Beispiel das Angiosarkom, hat deutlich mehr Punkte, also eine deutlich schlechtere Prognose, als zum Beispiel die myxoiden Liposarkome. Das klingt jetzt relativ kompliziert und ist deswegen auch vereinfacht worden. Und wir haben heute internetbasiert für das Smartphone anwendbar den sogenannten Sarkulator. Das ist also eine App, wo wir genau diese Daten eintragen können und dann eine Prognose hier dann angezeigt bekommen für den individuellen Patientenfall. Man muss natürlich vorsichtig sein, dass wenn man ein solches Instrument anwendet, dass es sicher nicht in dem Einzelfall exakt die Überlebenserwartung hier angibt, aber es gibt einem zumindest einen Hinweis, statistisch mit all den Unsicherheiten, die es dabei auch immer geben mag. Und es ist vor allem wichtig in der Bewertung und Abschätzung und Beratung bezüglich zusätzlicher Therapiemodalitäten. Hier ein Beispiel: Patient mit einem retroperitonealen Weichgewebesarkom, 65 Jahre alt, der Tumor hat eine Größe von 11 cm, eine Grad-3-Graduierung, Histologie, dedifferenziertes Liposarkom. Dann wird bei den retroperitonealen Sarkomen noch gefragt nach Multifokalität, in diesem Fall nein. Und es wurde komplett reseziert. 7 Jahre Überlebenswahrscheinlichkeit, nur 50%. 7 Jahre krankheitsfreies Überleben, nur 23%. Also Sie sehen, für diesen Patienten eine schlechte Prognose mit nur 50%, 7 Jahre Überlebenswahrscheinlichkeit. Zweites Beispiel, Extremitätensarkom, 65-jähriger Patient, Tumorgröße 9 cm, Grad 3, Histologie, undifferenziertes pleomorphes Sarkom, 5 Jahresüberleben immerhin 73%, 10 Jahresüberleben 62%.
Und jetzt kommt man natürlich auch in diese Situation, wie bewertet man jetzt diese Zahlen und was bedeutet das? Und das ist für jeden Patienten auch sicherlich individuell zu sehen. Das, was mir wichtig erscheint hier, ist eine Analyse, die dann durchgeführt wurde. Anhand dieses Sarcolators wurden die Patienten, die in der randomisierten Phase-3-Studie, also dieser EOTC-Studie, behandelt worden sind mit Chemotherapie oder ohne Chemotherapie und wo in der Gesamtanalyse ja kein Vorteil zu sehen war, nochmals nachanalysiert. Und zwar hat man jetzt die Patienten stratifiziert in Patienten mit einer guten Prognose und gutes Prognose waren Patienten mit einem Überleben von größer 60% nach 10 Jahren. Da hatte man sich entschieden, diese Patienten eben als gut Prognosepatienten zu definieren und im Gegensatz dazu die Patienten, die eine schlechtere Überlebenswahrscheinlichkeit hatten als 60% nach 10 Jahren, waren die Patienten mit einer schlechten Prognose. Und das, was jetzt hier sehr klar zu sehen ist, ist, dass für diese Patienten mit der schlechten Prognose, und Sie sehen schlecht definiert als kleiner 60% Überlebenswahrscheinlichkeit nach 10 Jahren, die adjuvante Chemotherapie einen dramatischen Vorteil erbrachte in Bezug auf das Gesamtüberleben. Und zwar sind das hier die beiden roten Kurven, die hier so stark auftrennen. Die Patienten, die ohnehin eine günstigere Prognose hatten, also diese hier in blau, da zeigte sich kein Vorteil für die adjuvante Chemotherapie. Und ich denke, das passt sehr gut mit den Studienbefunden der retrospektiven Analyse der Franzosen, die gezeigt haben, schlechte Prognose, sprich G3, möglicher Vorteil der adjuvanten Chemotherapie und eben auch hier die Darstellung, dass wenn man die richtigen, in Anführungsstrichen, Patienten mit adjuvanter Chemotherapie behandelt, sie einen Vorteil haben im Überleben. Problematisch hierbei, es ist keine prospektiv randomisierte Studie mit diesen Ergebnissen, es ist lediglich eine Nachanalyse. Nun, wenn wir jetzt meinen, dass eine zusätzliche Systemtherapie einen Überlebensvorteil hat für Patienten mit lokalisiertem Weichgewebssarkom, dann sind wir der Meinung, dass der Zeitpunkt, wo diese eingesetzt werden sollte, eigentlich vor der Operation sein sollte. Warum glauben wir das? Zum einen, wenn es zu einem Tumoransprechen kommt, und das ist eigentlich für viele der Sarkomlokalisationen relevant, dann ist die Operation vereinfacht. Wir haben häufig das Problem, dass die Sarkome erst sehr spät diagnostiziert werden, sie relevante Strukturen dann schon erreicht haben, wie Gefäße oder Nerven, und die Tumorresektion mit entsprechender Morbidität verbunden ist, mit Extremitäten, Funktionsverlust. Und auch gerade bei den retroperitonellen Sarkomen ist ein hohes Lokalrezidivrisiko gegeben aufgrund dieser flächenhaften Kontakte der Sarkome zu verschiedenen Organen. Daher also die Chance, wenn der Tumor anspricht, auf die neoadjuvante Chemotherapie eine verbesserte Resektabilität zu erreichen. Und die andere Situation ist, dass wir davon ausgehen, dass die Prognose der Patienten abhängig ist von der Metastasierung, ob sie stattfindet oder nicht. Und das heißt, unabhängig von der Lokaltherapie ist es aus onkologischer Sicht sinnvoll, zum frühestmöglichen Zeitpunkt mögliche Mikrometastasen zu behandeln oder auch sogenannte Skip-Läsionen, also Tumorabsiedlungen in unmittelbarer Nähe zum Primärtumor, um ein späteres Herauswachsen dieser Metastasen dann zu verhindern. Und wir erhalten auch neue prognostische Informationen durch das Ansprechen auf die neoadjuvante Chemotherapie und das hilft auch in der weiteren Therapieführung und Steuerung. Hier gibt es jetzt zwei randomisierte Studien zum Stellenwert der neoadjuvanten Chemotherapie, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Das eine ist eine randomisierte Studie der italienisch-spanischen Sarkomgruppen. Und hier hat man sich die Frage gestellt, ob denn die Ursprungssarkomtherapie Anthracyclin plus Ifosfamid, und in Italien nimmt man als Anthracyclin das Epirubicin, und das ist hier Epi-Ifo, also die Kombination, ob die tatsächlich immer noch der Standard ist oder ob nicht eine sogenannte histologiespezifische Chemotherapie möglicherweise effektiver ist. Und histologiespezifisch heißt, je nach histopathologischen Subtyp hat man sich hier unterschiedliche Therapien herausgesucht
Man kann sicherlich trefflich streiten darüber, ob das die richtige Auswahl jeweils war. Aber hier kurz genannt, man hat hier für das Myxoid-Liposarkom Trabektedin gewählt zur Therapie, für das Leiomyosarkom die Kombination Gemcitabin-Dacarbazin, für den malignen peripheren Nervenscheidentumor Ifosfamid-Etoposid, für undifferenzierte Pleomorphe-Sarkome Gemcitabin-Docetaxel und für das Synovialsarkom hochdosiertes Ifosfamid. Also das waren die histologiespezifischen Therapien. Wie lief die Studie ab? Die Patienten haben 3 Zyklen dieser Therapie bekommen oder 3 Zyklen der Standardtherapie, anschließend Operation und Bestrahlung. Und das Ergebnis war erstaunlich und auch von den Studienleitern so nicht erwartet worden. Die Standardtherapie mit Epirubicin und Ifosfamid hatte einen Überlebensvorteil gebracht gegenüber den Patienten, die die histologiegesteuerte Therapie erhielten. Heißt zusammenfassend, in der Neoadjuvanz gilt als Standard derzeit noch, was die Substanzklassen anbetrifft, die Wahl eines Anthracyclins in Kombination hier mit einem Oxazaphosphorin, also dem Ifosfamid. Ich komme jetzt auf die Hyperthermie zu sprechen, die in der neoadjuvanten Therapie der Weichgewebssarkome eine ganz besondere Rolle spielt. Und da möchte ich etwas ausholen und beginne Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Beschreibung des Chirurgen William Coley aus New York, dem aufgefallen war, dass bei einem seiner Sarkompatienten im Anschluss an eine Infektion es zu einer spontanen Rückbildung dieses Sarkoms gekommen ist. Und William Coley war der Ansicht, dass dies ein Immuneffekt gewesen sein müsste, getriggert durch die Infektion. Und er hat daraufhin versucht, ein Toxin zu entwickeln, um künstlich eine Immunantwort zu erzielen gegen Tumoren. Und das ist ihm leider in der Form so nicht gelungen. Die Colitoxin hat diese Wirksamkeit dann nicht gehabt, aber es war die Erstbeschreibung aus heutiger Sicht der Krebsimmuntherapie. Und damit komme ich auf die Hyperthermie zu sprechen, also die künstliche Erwärmung, in dem Fall des Tumors und des um den Tumor herum gelegenen Gewebes auf Temperaturen zwischen 40 und 43 Grad im Sinne einer Immunaktivierung. Und diese Hyperthermie, die eben wir auch bei den Sarkomen derzeit einsetzen, hat ganz unterschiedliche Wirkweisen. Und das ist hier einmal schematisch dargestellt. Es sind also eine Reihe von verschiedenen Effekten, die die Hyperthermie erzielen kann. Das eine ist, dass durch die Hyperthermie, durch die Erwärmung der Tumoren es zu einer verbesserten Durchblutung kommt und aufgrund der verbesserten Perfusion dieser Tumoren, also auch dann Wirksubstanzen wie Chemotherapie besser anfluten und ein besserer Effekt erzielt werden kann. Und das Zweite ist, dass gezeigt wurde, vor allem in präklinischen Untersuchungen, dass verschiedene Medikamente, die auch bei der Sarkomtherapie eingesetzt werden, hier vor allem das Ifosfamid bei erhöhter Temperatur eine verbesserte Wirksamkeit haben, also eine erhöhte Reaktivität, sprich die Alkylierung des Ifosfamids läuft schneller und besser ab, also ist also eine Effektivitätssteigerung der medikamentösen Therapie. Es kommt zur Inhibition von DNA-Reparaturmechanismen, das ist gerade in Kombination mit Strahlentherapie von Bedeutung, wo also die Tumoren nach Strahlentherapie oder nach Chemotherapie die DNA-Doppelstrangbrüche induziert, dann nicht mehr in der Lage sind, diese Doppelstrangbrüche auch zu reparieren. Und das, was wir glauben, was auch gerade für die zukünftigen Therapiestrategien von großer Bedeutung sein kann, ist, dass durch die Hyperthermie verschiedene Immuneffekte induziert werden können und der Tumor dem Immunsystem präsentiert wird. Und das ist hier schematisch einmal gezeigt. Es kommt durch diese Erwärmung zu einem Hitzestress und zu einer Expression von sogenannten Hitzeschockproteinen. Diese Hitzeschockproteine, die werden dann von den Tumoren freigesetzt und die tragen Tumorantigene und diese Tumorantigene werden dann den drittischen Zellen präsentiert und damit kommt es also zu einem sogenannten immunogenen Zelltod, das Immunsystem kann den Tumor besser erkennen. Und wir wissen, dass gerade auch Anthracycline wie das Doxorubicin mit dazu beitragen, dass eben die Tumorzelle praktisch geöffnet wird und dem Immunsystem präsentiert wird. Das sind alles Effekte, die eben in dieser Kombination durchgeführt werden können. Wichtig an dieser Stelle ist zu verstehen, dass es verschiedene Formen der Hyperthermie gibt und letztendlich aber nur
die sogenannte Antennenhyperthermie, die sogenannte Mikrowellenhyperthermie, auch wirklich durch Studien geprüft wurde. Und die Hyperthermie, die viel häufiger angeboten wird und außerhalb der akademischen Zentren eingesetzt wird, ist die sogenannte kapazitive Hyperthermie. Das ist eine Hyperthermieform, wo der Patient im Prinzip zwischen zwei Kondensatorplatten gelegt wird und über diese Kondensatorplatten ein Feld angelegt wird und im Prinzip hier eine Art Energiezufuhr erfolgt, ohne dass wirklich kontrolliert es zu einer Temperaturerhöhung in der Tiefe dieser Tumoren kommt. Diese Form der Therapie ist nicht durch Studien derzeit belegt und wird eher im naturheilkundlichen Umfeld eingesetzt, ergänzend zu anderen, auch hier nicht schulmedizinischen Therapieformen. Im Gegensatz dazu ist die sogenannte Mikrowellenhyperthermie eine Form der Hyperthermie, wo wir sehr gezielt über eine ringförmige Anordnung von Antennen die Temperatur im Tumor gezielt erhöhen können auf die gewünschte Zieltemperatur von 40 bis 43 Grad. Die Temperatur wird dann für 60 Minuten in diesem Bereich gehalten und lässt sich auch messen, entweder durch Sonden, die in diesen Tumor eingebracht werden und wir dann invasiv die Temperatur messen können, oder auch durch sogenannte Mikro-MRT-Bildgebungsverfahren, wo ich noch gleich darauf zu sprechen komme. Das sind jetzt hier die sogenannten Hyperthermie-Applikatoren, die wir einsetzen für die regionale Tiefenhyperthermie. Das ist hier ein ringförmiger Applikator, der hier um diese Patientin herum anliegt. Die Patientin liegt also hier in diesem Applikator. Hier können dann Tumoren im Beckenbereich in der Extremität erwärmt werden zwischen den Antennen und dem Körper der Patientin. Das ist ein mit Wasser gefüllter Bolus, der soll dafür sorgen, dass die elektromagnetischen Wellen nicht an der Körperoberfläche reflektieren, sondern wirklich auch eindringen können in das Gewebe. Für oberflächliche Tumoren gibt es dann Applikatoren, die direkt auf die oberflächliche Tumorlokalisation aufgesetzt werden. Und hier gibt es verschiedene Applikatorformen, die zum Einsatz kommen. Für die MRT-Hyperthermie, hier eine Abbildung des Hybridsystems, welches derzeit bei uns zum Einsatz kommt. Hier gibt es die Möglichkeit, dass der Patient während der Hyperthermiebehandlung im MRT liegt und wir dann über das MRT, über entsprechende Bildsequenzen, die temperaturempfindlich sind, die Temperatur im Tumor messen können. Das ist hier dargestellt bei einem Extremitätentumor. Sie sehen hier zu Beginn der Behandlung, hier rot umrandet, das Extremitätensarkom, welches noch normale Körpertemperatur hat. Und gegen Ende der Behandlung, hier nochmals eingefasst, gibt es hier Zonen im Tumor, die besonders stark erwärmt worden sind und andere Areale, die nicht so stark erwärmt worden sind. Und das ist abhängig von der Vaskularisierung der Tumoren und auch von der Gewebebeschaffenheit. Nun, was gibt es jetzt für Studienergebnisse zum Einsatz dieser Form der Hyperthermie? Es gibt hier eine randomisierte Phase-3-Studie, die multizentrisch durchgeführt wurde, wo eine Chemotherapie, und zum Zeitpunkt der Studie war das eine Chemotherapie, die Ifosfamid und Doxorubicin beinhaltete, plus ein weiteres Medikament, in dem Fall Etoposid, kombiniert wurde mit dieser regionalen Tiefenhyperthermie oder alleine appliziert worden ist. Und zwar in einem Konzept, wo 4 Zyklen dieser Therapie als neoadjuvante, also vorgeschaltete Therapie verabreicht wurden. Das sind also Zyklen 1 bis 4. Anschließend gab es eine Bildgebung, eine Operation des Tumors, Bestrahlung, gefolgt von 4 weiteren Zyklen der Chemotherapie in Kombination mit Hyperthermie oder die Chemotherapie alleine. Das heißt, letztendlich nur unterschiedlich zwischen den beiden Patientengruppen war, dass die eine Gruppe der Patienten Chemotherapie plus Hyperthermie erhielt und die anderen Patienten die Chemotherapie alleine. Und es erhielten die Patienten eben 4 Zyklen präoperativ und 4 Zyklen postoperativ. Und ich zeige Ihnen die Überlebensdaten dieser Patienten nach 11-jähriger Nachbeobachtung. Und Sie sehen, dass es hier zu einem signifikanten Überlebensvorteil gekommen ist für die Patienten, die die Hyperthermie zusätzlich erhielten zur Chemotherapie. Also wir haben keine Vergleichsgruppe ohne Chemotherapie, sondern die Gruppe der Patienten, die hier in Blau läuft, das sind die Patienten, die nur Chemotherapie bekommen haben, ohne die Hyperthermie. Und wir haben uns die Patienten nochmal angesehen, je nach
Lokalisation ihrer Tumoren. Die Patienten mit den Extremitätenlokalisationen, das sind die Patienten hier in den hellen Farben, haben eine etwas günstigere Prognose. Aber hier sieht man auch den Vorteil der Patienten, die die Hyperthermie erhielten, gegenüber auch den Patienten mit den abdominellen und retroperitonealen Sarkomen. Und auch hier sieht man, dass die Patienten mit der Hyperthermie-Kombination einen Überlebensvorteil zeigen nach 10 Jahre Nachbeobachtungszeit. Wenn man sich jetzt einzelne Subgruppen dieser Patienten ansieht, und das ist die sogenannte Forest Plot-Analyse, und hier wurde dann angesehen, ob es einen Unterschied gibt für die Strahlentherapie, für die Tumorgröße, für die Graduierung und für den Sarkom-Subtyp und ob die Kombination komplett durchgeführt wurde oder nicht, dann sehen Sie, und das ist jetzt hier zu sehen, dass die Patienten mit einer Grad-2-Graduierung interessanterweise scheinbar den größten Therapieeffekt erzielten. Also etwas größer als die Patienten mit Grad-3-Graduierung, was wiederum auch passt in das Bild, das ich hier versuche zu skizzieren. Die Patienten, die ohnehin ein sehr aggressives Sarkom haben, haben ein höheres Ansprechen auf Chemotherapie. Hier ist der Effekt der Hyperthermie zwar auch da, aber gegenüber den Grad-2-Patienten ist hier nochmal eine Steigerung zu sehen. Das heißt, die Grad-2-Patienten möglicherweise die, die hier nochmal besonders profitieren von dieser Kombination. Wenn man das jetzt zusammenfasst, dann haben wir also eine positive Studie für die Gabe von Anthracyclinen und Ifosfamid gegenüber anderen Chemotherapien. Das ist also diese Gronchi-Studie Phase 3 der italienisch-spanischen Arbeitsgruppe. Und wir haben eine positive Studie für die regionale Tiefenhyperthermie, die eben kombiniert werden kann mit Anthracyclin und Ifosfamid-basierter Chemotherapie. Und hier haben wir aber auch keinen Kontrollarm ohne Chemotherapie, sondern in der Kontrolle war eben auch eine Anthracyclin-Ifosfamid-basierte Chemotherapie. Und wir sind der Meinung, dass dieses nun einen neuen Standard auch definiert für die Patienten mit Hochrisiko-Weichgewebssarkomen, wobei man nach Sarcolator sicher heute besser noch die Prognose abschätzen kann, als das früher der Fall war. Und diese Option dieser Chemotherapie mit Hyperthermie, die ist eben an verschiedenen deutschen Sarkomzentren inzwischen etabliert und über Kooperationen auch möglich durchzuführen, auch für Patienten, die eben nicht direkt an einem Zentrum sind, wo diese Therapieform auch vorgehalten wird. Bei uns in München ist das aktuelle Therapieschema die Gabe von 4 Zyklen einer Anthracyclin-Ifosfamid-basierten Kombinationschemotherapie in Kombination mit Hyperthermie, gefolgt von der Lokaltherapie, sprich Operation und die Strahlentherapie je nach Lokalisation und Einschätzung des Operateurs, entweder prä- oder postoperativ, gefolgt von 4 weiteren Zyklen Chemotherapie und Hyperthermie. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf eine ganz aktuelle Studie kurz eingehen, die dieses Jahr auf dem ASCO durchgeführt wurde, und zwar für die Immuntherapie für Sarkompatienten. Das ist ja etwas, was uns inzwischen alle sehr bewegt interessiert, dass es Tumoren gibt, die auf Immuntherapie gut ansprechen. Und hier gab es vom MD Anderson eine Studie, wo eine Immuntherapie mit sogenannten Checkpoint-Inhibitoren durchgeführt wurde für Patienten mit dedifferenzierten Liposarkom. Das ist diese Gruppe der Patienten, die hier DDLPS genannt werden, und für Patienten mit undifferenzierten pleomorphen Sarkom. Das sind kleine Patientenzahlen, aber ganz interessant von den Ergebnissen. Die Patienten mit Extremitätensarkom wurden zusätzlich noch bestrahlt. Die Patienten mit dedifferenzierten Liposarkom erhielten nur die Immuntherapie. Und hier wurde immer verglichen, die Monotherapie gegenüber einer Kombinationstherapie, also PD-L1 plus Anti-CTLA-4 oder eben PD-L1 alleine. Und das war also eine randomisierte Studie, wo diese Patienten entsprechend die Immuntherapie erhielten, alleine, also Monotherapie oder Kombination in diesen beiden Gruppen, und wurden anschließend dann operiert. Und das, was sich gezeigt hat, und ich gehe gleich mal hier unten auf die untere Grafik, war, dass wir bei den dedifferenzierten Liposarkomen eigentlich keinen besonderen Effekt sehen durch diese Immuntherapie. Aber bei den undifferenzierten pleomorphen Sarkomen, das ist hier in Schwarz zu sehen, wir ein gutes Ansprechen sehen auf die Immuntherapie im Sinne einer zunehmenden Hyalinisierung. Also das kann der Pathologe dann einschätzen, also einer
wirklich stattfindenden Immunreaktion im Tumorgewebe durch diese Form der Immuntherapie. Und das ist jetzt die erste Studie, die so etwas gezeigt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass in zukünftigen Studien dann Kombinationen auch geprüft werden, diese Immuntherapie in der Neoadjuvanz. Aktuell aber kein Standard. Da möchte ich schließen mit einer Kasuistik, sodass Sie das nochmal ein bisschen transportiert bekommen in die Patientensituation. Wir haben hier eine 27-jährige Patientin, die sich bei uns vorgestellt hat mit einer Erstdiagnose eines Synovialsarkoms, hier paravertebral, großer Tumor, der hier an die Wirbelsäule heranreicht, hier auch in die Neuroforamina mit vorwächst und zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig resektabel war. Das heißt, hier gab es auch von chirurgischer Seite gar keine Option, den Tumor vollständig zu resezieren. Die Patientin hat anschließend eine multimodale Therapie bekommen mit 4-Zyklen-Kombination Doxorubicin-Ifosfamid mit Hyperthermie, ist dann auch präoperativ bestrahlt worden, ist dann reseziert worden und wie auch nicht anders zu erwarten, es war eine knappe Resektion, also R1, mikroskopischer Tumorrest. Aber, und das ist sicherlich prognostisch günstig, wir hatten ein sehr gutes histopathologisches Ansprechen auf die neoadjuvante Therapie, weniger als 5% nur noch vitale Tumorzellen, gefolgt dann von 4 weiteren Zyklen Chemotherapie und Hyperthermie. Die Patientin ist lokal im Weiteren dann tumorfrei geblieben, trotz der R1-Resektion, aber eben mit multimodaler Therapie behandelt. Was sich dann gezeigt hat, war im weiteren Verlauf, dass sie eine isolierte Lungenmetastase entwickelt hat. Und diese isolierte Lungenmetastase, die Sie hier oben sehen, das war also im längeren Verlauf aufgetreten, die wurde dann reseziert und die haben die Patientin danach gesorgt. Und das ist so die klassische Situation: längerer Verlauf, isolierte Lungenmetastase, wird operiert, aber keine weitere Systemtherapie gemacht. Und man sieht, dass hier im Juli 17 war die Patientin tumorfrei, aber im Oktober 17, 3 Monate später, also in 3 Monaten, ein fulminantes Rezidiv, eine erneute Metastase, hier parakardial, auch wiederum so groß, dass man eigentlich in der Situation diese Metastase nicht vollständig reseziert kann. Und da komme ich wieder zu dem Punkt multimodale Therapie. Wir sind dazu inzwischen übergegangen, bei auch Patienten mit metastasierter Erkrankung immer wieder die Patienten zwischen Systemtherapiekonzepten auch den Chirurgen oder auch Strahlentherapeuten vorzustellen mit der Frage nach Lokaltherapieoptionen, um für die Patienten das beste Ergebnis zu erzielen. Und so war es auch bei dieser Patientin. Wir haben hier dann eine Zweitlinienchemotherapie durchgeführt. Beim Synovialsarkom konnte man das machen mit hochdosiertem Ifosfamid. Man sieht, der Tumor schmilzt hier förmlich ein, kriegt große Nekrosen, wird kleiner und ist in der Situation auch dann nochmal operabel gewesen. Das heißt, in der Situation hat man sie dann hier mit entsprechender Perikardresektion operiert und die Patientin ist dann im weiteren Verlauf dann hier auch tumorfrei geblieben. Damit bin ich am Ende dieses Vortrags. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen Überblick geben können über die Möglichkeiten in der neoadjuvanten Therapie. Und ich denke, es ist einfach wichtig, zu diesem Zeitpunkt die Patienten adäquat zu beraten, basiert auf der Sarkulator-Angabe der Prognose und die Patienten zu identifizieren, die von einer zusätzlichen Systemtherapie profitieren. Und wenn möglich, aus unserer Sicht dann die Kombination mit regionaler Tiefenhyperthermie. Vielen Dank und ich freue mich auf Fragen.